So, guten Morgen zusammen, guten Morgen. Ja, wir haben mal wieder mal vier. Das spricht wieder genauso interessante Gefechte wie am kommenden oder vom vorherigen Freitag. Um nicht zu sagen, unspielbare Gefechte. Letzten Freitag, unglaublich, ne? Letzten Freitag 8 Runden gespielt, eine gewonnen. Einer wie in 8 von grandiosen 760. Ja, mein Gott, das willst du als Arti halt auch machen, wenn du ein Gefecht nach einem verlierst und die Runden dann nach irgendwie 4 Minuten vorbei sind. So, dann hast du halt als Arti auch nichts mehr. Aber wollen wir mal hoffen, dass es dann heute ein bisschen besser läuft, auch wenn das mal 4 ist. Ja, der Chat funktioniert natürlich mal wieder nicht. Das ist irgendwie, alle Versuchsmodelle entfernt. Ja, Versuchsmodus. Erst entfernen sie das, dann fügen sie die 18 wieder hinzu, oder wie? Was war das für ein komischer Auftrag? Ja, also wie gesagt, wollen wir mal hoffen, dass es dann jetzt trotz mal 4 trotzdem ein bisschen besser heute läuft. Mal schauen, was wir für Aufträge haben aktuell. 650 Schaden in einer Woche verursachen. Ja, das glaube ich, schaffe ich dann auch noch. Jetzt bei solchen Runden wie am letzten Freitag. Ja, ob das war's oder wie? Na denn? Ist ja nicht so viel. Schaden, immer noch klein geschrieben. Ja, egal. Ja, selbst das sollte auch mit einer Adi zu schaffen sein. Gut, also ich würde sagen, dann klicken wir direkt rein, ohne noch mal lange irgendwie das künstlich nach hinten zu ziehen, das Elend. Ich habe echt irgendwie beim Jahr 4, glaube ich, irgendwie, das kann echt nur schrecklich werden. Aber schauen wir mal. Meine Güte. Da klickst du in das Spiel rein, so siehst mal 4 und hast dann schon wieder keine Lust drauf mehr. Die Leute fahren dann immer ihre Panzer, die sonst üblicherweise nicht von denen gefahren werden, weil sie ja mal 4 Bonus einsammeln müssen und so. Und ja, dann wissen sie halt nicht, wie sie ihren Panzer zu spielen haben und gehen dann mit irgendwie 0 Schaden raus. Und die Runden gehen dann irgendwie 3 zu 15 oder 5 zu 15 aus. Und das Ganze dann in 4 Minuten und dann macht das echt richtig lange das Gefecht. Naja, schauen wir mal. Gut, wir sind natürlich auf der falschen Seite. Wo die Herwis dann nicht irgendwie crossen können, ohne dass sie dann vorher schon gespottet werden. Und dann kriegen sie schon bei der Anfahrt ihre Schüsse, die ersten. Naja, schauen wir mal. Zum Glück auch nur ein Scout. Böser Dude. So, schauen wir mal, was da drauf geht. Fertig weiter zurück. Na gut. Ich dachte, ich werde noch ein Stückchen weiter zurück. First Blood.
Na komm, ich wäre nachgeladen für dich. Wollt ihr den Scout noch näher rankommen lassen oder? Oder wollt ihr dann auch irgendwann mal aktiv werden? Ja, das ist ja richtig super. Wieder super, wie man hier spielt, ne? Mein Gott, ey, was ist denn mit euch hier los, ey? Wollt ihr mal irgendwann mal mitspielen oder wie? Meine Güte, ey. Klasse, super. Echt super. Mein Gott, hier! Es ist echt super, ne? Es ist super. Halt ranfahren. Echt super. Hat richtig Laune, mit euch zu spielen. Ihr wart echte Helden, ey. Ihr wart so super, ey. Richtig gut. Richtig super, ey. Richtig, richtig, richtig gut.
Wenn sich die Mediums hinter der Adi verstecken, so ey, dann weißt du auch echt nicht mehr, was es soll, ey. Dann kannst du dich nur irgendwie selbst töten. Meine Fresse, ist das erbärmlich. Das ist noch full life, ey. Vor allen Dingen, das bringt ihn überhaupt nichts. Er hat die ganze Zeit zusammengeschossen. So wie er da sidescaped. Und dann sidescaped. Macht er ja noch nicht mal. Jetzt spitzt den Winkel einfach raus. Es ist traurig, es ist einfach traurig so. Rest an der Grundlinie irgendwie viermal gespottet, weil deine eigenen Mediums sich hinter dir verstecken, so als Arti. Einfach nur traurig. So, vielleicht habe ich dann jetzt auch mal ein Team, mit dem man zusammen spielen kann. Alter, wenn die erste Runde schon wieder so eine Runde ist, ey, wo du einfach nur ein Team hast, was sich hinter der Arti noch versteckt, so. Drei Mediums, die da irgendwie hinter den Steinen rocken und irgendwie gar nichts mehr machen. Ist. Darf ich jetzt mal ins Gefecht oder gucken wir uns jetzt irgendwie den restlichen Tag das komische Wartebild hier an? If the variable police user, for example, is yes, and that's taken from the client side, then you would show the accept, reject. Okay, wir gucken uns den Rest des Tages dieses Zufallsgefecht Wartebild an. Ist ja auch mal ganz spannend. Ist ja erst eine halbe Minute so, also ich habe Zeit. Oh. Anni, warum bin ich immer top hier so irgendwie? Warum irgendwie nicht ein reines 10er gefecht oder so? Oder zumindest ein 10er und 9er, aber nee, es muss ein 10er und 8er sein.
Schön beide reinfahren können. Naja, einen von den beiden werde ich treffen. Oder auch nicht, war ja klar. IS-3 doch nicht in eigenen Ehe. Das ist ja so typisch. Das war knapp. First Blood. Was machst du denn, IS-3? Alter, wie fährst du denn da vor? Ey, warum fährst du denn da überhaupt vor? Ey, Alter, ich hab hier wieder nur Idioten im Team, ey. Unglaublich. Schieß auch auf einen One-Shot, kein Thema. Auch wenn er nur noch 18 HP hat.
Team, was ist? Das muss wehtun. Also jetzt übertreibt es aber nicht, bitte nicht. Jetzt fahr nicht ins Kreuzfeuer rein. Mach's einfach nicht.
Ach ja. Komm, überleben auch mal ein bisschen, bitte. Du Idiot, ey. Jetzt sogar mal ein In-Game-Chat-Loop. Jo, 5700 Schaden ist schon auf jeden Fall ganz ordentlich, ja. Wie viel Support habe ich bekommen? Einmal in 430.
Ja, gut, da wird man gleich mal mit Lob beschuldet. Das ist man ja gar nicht gewohnt als AT-Spieler. Aber wenn mal Gefechte echt mal ein bisschen länger dauern, jetzt 1,5 Minuten, dann machst du dann als AT auch mal ein bisschen Schaden so. Ich meine, die gegnerische war ja auch nicht über so 1000. Gut, bei einer Batchel 155, 58 hast du natürlich das Problem, dass du auch relativ nah genacht geht so, aber so gesehen ist natürlich dann GWI 100 im Vorteil. Aber das war auf jeden Fall echt mal ein schönes Gefecht. Gut, dann ein Tarnetz, yeah. Das verliert man echt selten, vielleicht 1,5 Minuten. Und das, wo sich der IS-3 da so fast so zielet hatte, dann schön irgendwie ins Kreuzfeuer reingefahren ist von den Typen, die an der Kirche da standen und die halt vorne vor ihnen im Delta standen. Na gut, okay, das war auch nur ein Rot hier, aber trotzdem. Wenn sich Leute dann so wegschneißen, so, dann hast du mal das Gefühl, es wird eine ganz schnelle Runde wieder werden. Eng nach 3,5 Minuten voll zu Ende ist. Okay, er ist zumindest schon mal offen. Dass da links irgendwie oder rechts jetzt nur so ein T30 und die ganzen Chinesen rumstehen, ist natürlich ein bisschen ungünstig so. Links ist auch nicht wirklich was. Da ist er halt hochgekommen. Ne? Oh mein Gott, ey. First Blood. Alter, was ist das jetzt wieder für eine Runde, ey? Du kriegst doch wieder. Du kannst doch wieder abhaken, ey. Die kannst du doch schon wieder abhaken, die Runde. Wow, 93 Damage, ja. Thank you.
auch wieder ein bisschen trollig heute, ne? Alter Objekt, dass du da so hinter den Stein rumstehst, so, das ist nicht so wirklich hilfreich. Mein Gott, du Junge. Danke fürs Kettenarti, wunderbar. Jetzt kommt da oben so ein gerade auf, ey. Na super. Alter, wo willst du denn jetzt hin? Was ist denn hier in der Mitte los? Hier. Was ist denn mit dir jetzt hier falsch? Wie weit soll ich denn noch zurückfahren, damit du darauf schießen kannst?
Ach, come on, Artie. Wie kann er denn da wissen, dass er da Artie safe fährt? Kann er das denn bitte wissen da? Ja, sorry, dass es jetzt hier so lange dauert. Sie an.
Ach ja. Das war jetzt wieder so eine Runde irgendwie zum Abgewöhnen. 25.000 Minus gemacht. Und dann noch nicht mal die FV rausgenommen. Oh. Da habe ich sie da oben hier echt nochmal richtig erwischt oben. Beim Flüchten. Ein Schaden. Wow. Ernsthaft. Wenn er noch nicht mal schießt, irgendwie. Er kriegt 5 Schüsse ab, so irgendwie. Er fährt fast 2 Kilometer, aber er schießt nicht ein einziges Mal so. Das ist doch nicht wahr. Ja, das ist mal 4. Richtig, richtig typisch. Das ist jetzt. Jetzt kommt Paris. Ja, na klar. Na klar kommt jetzt Paris. Alter, immer eh. Da habe ich ja mal richtig Bock drauf. Auf Paris. Paris mit 3 Artis. Was macht denn der IWR da jetzt, Mann, ey? Ja, super, stürzt euch halt alle in den Tod. Er darf jetzt zu uns durchfahren oder wie?
ist das wieder für eine Scheiße hier? Das war's für uns. Raus hier. Ja, hervorragend. Paris macht echt immer Laune. Mir auf die Kirche jetzt auch wieder rum. Safe. Super. Ich kann hier aber unmöglich Fenster zumachen, weil dann werde ich hier irgendwie in 30 Grad als schmoren. Der Rechner heizt das Zimmer immer so dermaßen auf. Da müsst ihr jetzt leider mal durch den Glockenklang durchmarschieren. Ey, Paris ist einfach nur so eine Kack-Map, ey. Da haben echt nur Heavys Spaß, ne? Und ich habe jetzt schon Himmelsdorf und chinesische Mauer gebannt. Ich kann leider Paris nicht noch mal zusätzlich bannen. Chinesische Mauer ist halt genauso eine ätzende Map. Oder kannst du dann auch irgendwie, da wirst du ständig weggekappt. And you're listening to DEF CON Radio. This is the deep ambient portion of the night. So, zwei Artis, das ist zumindest schon mal vier an um eins gehaut. Na denn. Wenn ich das schon lese, Schwimmer, wenn einer schon Schwimmer heißt und einer im Platoon ist mit einem Panzeroffizier. Ein Westgermane. Ja, dann willst du das Gefecht schon wieder wegschmeißen. Alleine schon wegen den ätzenden Nicknames. Legen wir los. Ja, was ist denn hier das jetzt wieder hier, ey? Was ist das denn jetzt schon wieder, ey? Jetzt wieder das halbe Team zum Strand runter.
Er darf hier durchfahren. Er darf hier einfach durchfahren. Ja, super. Ich hab's schon gecountert. Ist hier vorne, da ist die Arti. Gott, werft euch doch nicht immer so weg, ey. Ach ja, habe ich wieder ein tolles Team. Triple kill. Wir sind bewegungsunfähig.
Hi, Objekt. Hi. Ach komm, Arti. Ja, wer war denn Bodybots? Ach ihr Lieben, ich gehe in die Sonne und genieße das Wetter. Mal vier macht einfach keinen Spaß. Aber das wusste ich ja nun schon am Anfang des Streams, dass einfach überhaupt nichts laufen wird. Wow. Das ist einfach traurig, sowas. Aber ich meine, wenn man sich schon irgendwie so nennt, irgendwie so Panzeroffiziell und im Clan Veskermanen ist. Damit Veskermanen zusammenspielt. Das ist einfach nur traurig. Und ein Schwimmer natürlich auch noch im Tattoo. Das ist doch Satire, ist das doch irgendwie. Veskermanen zusammen mit Schwimmer am Tattoo irgendwie und dann als Top-Tier zum Strand runterfahren, so. Lord, das ist doch echt, das ist schon Satire. Wie gesagt, ich werde jetzt schön die Sonne genießen und ich wünsche euch eine angenehme Woche und vielleicht habt ihr ja erfolgreichere Gefechte als ich in World of Tanks, aber bei mal 4 ist irgendwie nicht wirklich spielbar. Westgermane, Splitschi und Strandläufer, das ist unglaublich. Ich wünsche euch eine angenehme Woche, aber ich habe da keinen Bock mehr drauf.